viel regnet es. Hallo. Ja, ich find's auch scheiße. Ja. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir müssen jetzt noch ein paar Sachen erledigen, beziehungsweise halt ich, aber ich nehme euch einfach mit. Wir fahren jetzt erstmal mit dem Roller runter in die Stadt und müssen einen Schlüssel im Baumarkt nachmachen lassen. Und danach gucken wir einfach mal. Ja, ich wollte auch noch ein Video mit das Murph später irgendwie drehen. Ist natürlich die Frage, ob das wieder heute was gibt oder nicht. Naja, also wir sind jetzt auch schon hier an der Garage. Gerade mal einen Roller rausholen. So, einmal öffnen. Schlüssel rein. Einriegeln. Vom Ständer holen. Und raus mit dem Teil. Und losfahren. Also Leute, jetzt hier beim Baumarkt unseres Vertrauens angekommen, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, weil ich ihn nicht promote oder so für Geld. Auf jeden Fall, die meisten Leute werden jetzt irgendwie denken, ich wäre behindert, weil ich mit meinem Roller auf einem Parkplatz einfach parke. Egal Leute, wir gehen jetzt mal rein, lassen den Schlüssel hier nachmachen. Ich würde gerne einmal einen Schlüssel nachmachen. Was ist das? Du willst doch gerade eine So Leute, Schlüssel ist nachgemacht. Wir rufen jetzt kurz mal noch das Murph an. Ihr Gesprächspartner ist zur. Ja, der ging dann doch nicht ans Telefon. Wir müssen gerade mal einen Parkplatz wechseln. Ich muss auch kurz in den DM. So Leute, jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich war gerade noch im DM, habe mir einmal Zahnpasta gekauft, weil meine langsam leer geht. War dann noch im Action. Ich glaube, der Laden kommt aus Holland. Das ist auf jeden Fall so wie so ein Euro-Shop. Günstige Sachen auf jeden Fall. Aber mit Qualität. Also schon, ich sag mal, Markensachen, Markenqualität, weil ihr kennt ja zum Beispiel diese KitKat-Packungen, wo drei KitKats drin sind. Und die kosten irgendwo im Discounter oder Supermarkt irgendwie 2-3 Euro und dort nur 99 Cent. Also, weil die es halt auf Masse bestellen und dann Mengenrabatt kriegen und darum verticken die es auch so günstig. Und ja, vielleicht kennen welche von euch das Prinzip, sage ich jetzt einfach mal. Und was ich noch vergessen habe euch zu sagen, ich habe ja jetzt ein, ja was heißt ein neues Fahrrad, ein gebrauchtes, aber halt ein neues zum Fahren. Mega geil, von Verwandten bekommen, sage ich jetzt mal. Und dafür habe ich mir gerade noch so einen Fahrradcomputer im Action mitgenommen. Ich weiß nicht, wie viel Qualität der hat. Wahrscheinlich geht der eh beim nächsten Huppel kaputt. Aber ich dachte, für 5 Euro kann man da nicht falsch machen. Das geht eigentlich. Und den mache ich jetzt gleich mal dran. Und dann können wir auch gerne mal eine Runde Rad fahren, weil ich in letzter Zeit mal sportlicher werden will. Wow! Ja, ich bin jetzt erstmal kurz einen Moment zu Hause, dann gehen wir wieder raus, machen irgendwas und dann treffen wir uns auf jeden Fall noch mit das Murph, hoffe ich mal, wenn alles gut geht, weil der im Moment nicht so oft Zeit hat und ja, ist halt manchmal so. Naja Leute, wir sehen uns dann nach dem Schnitt wieder. So Leute, jetzt erstmal das Murph suchen, der wartet schon am Bahnhof auf uns. Hallo. Ja, ich find's auch scheiße. Ja. Weil das für eine Kappe ist. Ja. Die du nicht hast, die solltest du nämlich kaufen. Spaß. 100 Euro oder was? Nee. Was, die Cappy kostet 20, es geht noch. Oh Gott. Andere Sachen sind teurer im Shop, das gebe ich zu, aber ich mach die Preise nicht. Also Leute, jetzt ein Döner geholt, es fängt an zu regnen, wir fahren jetzt heim. Das Murph, 17 Jahre alt, findet Käfer toll, die da auf dem Boden hocken. Ist gerade geflogen und wie als hätte ein Strömungsabriss einfach auf den Boden gefallen, das sieht man. Ach, voll auf den Rücken, knall, hast du nur gehört. Jetzt hat er natürlich den Rücken gebrochen, kann sich aber trotzdem noch fortbewegen. Käfer, fliegerische Belehrung. Ja, genau. Naja Leute, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Machst du bitte die Wände? Yeah, you want to say the all. So Leute, jetzt hier in der City Galerie. Murph bleibt stehen, Murph bleibt stehen. Also wir laufen jetzt hier noch ein bisschen rum.
gucken mal so noch, was abgeht, aber das Vlog wird nicht mehr zu lang gehen, ne? Weil die Leute, die gucken uns schon komisch an. Ja. Do you know what I mean? I want this. Marvin, 17, sehr Leguan interessiert oder was auch immer das für ein Tier ist. Eine Blaukehl-Agame. Das würde auch erklären, warum der eine blaue Kehle hat, also ein Hals. Die ist topsless, Spaß. So Leute, weiter geht's. Wir gucken mal, was hier auf der anderen Seite ist. Ja, komm. Ich habe hier Tigersalamander. Lol, keiner zu Hause. Ja Leute, in der City-Galerie ist immer so eine kleine, ich sage jetzt mal, Wüstentier-Ausstellung, so mit so Echsen und so. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Was sagst du dazu? Ja, ich finde das toll, dass Ding jetzt endlich mal ein Zoo hat. Wurde mal Zeit. Ja, wurde auch mal Zeit, ne? Spaß. So Leute, wir gucken mal noch rum. Weißt du, was ich schon immer mal am Überlegen war? Ob ich mal so einen Ball nehme und mal auf dich schmeiß. Scheiße, hat nicht geklappt. So, wir hängen es auch wieder ordnungsgemäß hier hin. 1,49 € wollen wir nicht kaputt machen. Stimmt's? Stimmt. So, weißt du, was ich schon immer mal überlegt habe? Jetzt war es mal schwieriger. Spaß. gleich ist kaputt. So, wenn man so eine 500 € war, so jetzt guck mal. Genau, mal gucken, ob er das fängt. So Leute, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß, es ist ein plötzliches Ende gerade, aber ja, ist halt manchmal so, man vergisst weiter zu vloggen und ja, okay, es gab nicht mehr viel Spannendes. Hier seht ihr jetzt nochmal mein letztes Video, beziehungsweise, nee, doch, hier seht ihr mein letztes Video. Hier seht ihr nochmal eine Abo-Verbindung, ja, wo ihr mich abonnieren könnt. Lasst einen Daumen da. Danke übrigens noch, dass das ja, Angela Merkel-Video von Aufrufen her so gut bei euch ankam. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis bald, ciao.